Media Concept, Ihr Partner für regionale Werbung, wünscht gute Unterhaltung. Bauarbeiten in der Zwickauer Kopernikusstraße enden erst im Frühjahr. Medialer Spaß in den Winterferien und Kalligrafie, die Kraft der Linien und Buchstaben. Tagaktuell, das regionale Abendmagazin. Willkommen zu Tagaktuell vom Mittwoch. Und wir beginnen diese Sendung mit einer Meldung, bei der man nur mit dem Kopf schütteln kann. Bei einer fragwürdigen Mutprobe in Plauen kam es am Dienstagmittag zu einer Schnittverletzung. Ein 16-jähriger Jugendlicher hatte ein Messer an der Klinge angefasst und einem 13-Jährigen gesagt, er solle es herausziehen. Das tat er auch, womit der 16-Jährige wohl nicht gerechnet hatte. Der Verletzte musste ambulant behandelt werden. Die Kopernikusstraße in Zwickau kann von der Werdauer Straße aus nach wie vor nur in nördlicher Richtung befahren werden. Weil die neue Brücke über den Marienthaler Bach noch nicht fertig ist, bleibt der Abschnitt in Richtung Güterbahnhofstraße noch eine Weile gesperrt. Eigentlich sollte die Baustelle Ende 2017 Geschichte sein. Mehrere Hochwässer und vollgelaufene Baugruben machten den Planungen der Stadt aber einen Strich durch die Rechnung. Es ist Januar 2018 und im südlichen Teil der Zwickauer Kopernikusstraße wird immer noch gebaut. Die Verbindung zur Güterbahnhofstraße ist nach wie vor durch eine große Baugrube unterbrochen. Im Vergleich zu unserem letzten Besuch ist der Baufortschritt zwar unverkennbar, fertig ist die neue Brücke über den Marienthaler Bach aber noch lange nicht. Durch die Hochwasserereignisse am Marienthaler Bach im Sommer letzten Jahres mussten wir die Bautechnologie komplett umstellen. Oberstes Ziel war bis dahin, die Verkehrsfreigabe der Kopernikusstraße bis Dezember 2017 zu ermöglichen. Von diesem Ziel mussten wir uns dann leider verabschieden und haben uns ein neues Ziel gesteckt, nämlich die Rückverlegung des Marienthaler Baches in sein altes Gewässerbett. Das ist mittlerweile, wie man im Hintergrund sehen kann, erfolgt. Im September wurde das Gewässer noch durch Röhren an der Baustelle vorbeigeleitet. Inzwischen ist die Ufermauer fertig. Mit dem Geländer, was noch angebracht werden soll, hat das Bauwerk künftig eine Höhe von 1,30 Meter. Der Frostschutz für den Rad- und Fußweg ist ebenfalls in der Erde. Die Befestigung ist mit Betonpflaster geplant. Im Prinzip kann man sagen, dass die Hauptbauleistungen am eigentlichen Ingenieurbauwerk an der Brücke fertiggestellt sind. Zurzeit laufen noch die Kappenbetonage oben auf der Brücke. Und jetzt in den nächsten Wochen und Monaten folgen dann die eigentlichen Straßenbauarbeiten. Die Oberkante vom Brückenbauwerk ist ca. 3,50 Meter unter der eigentlichen Straßenoberkante. Das heißt, wir müssen noch einen großen Damm schütten. Es müssen alle Medien noch rückverlegt werden. Es sind noch Geländer erforderlich. Also es ist noch viel zu tun und es wird auch noch ein Stückchen dauern. Diese Tatsache vermag auch ein Laie unschwer erkennen. Dank des schneearmen Winters konnte man die Verzögerungen zwar aufholen, wieder freigegeben werden kann die Straße voraussichtlich aber erst Anfang April. Sollte natürlich jetzt der März uns den Winter bringen, dann wird Anfang April nicht realisierbar sein, aber wir denken, allerspätestens Ende April wird die Kopernikusstraße freigegeben. Dann sind noch Restarbeiten erforderlich, wie Böschungsarbeiten und Begrünungen. Aber das stört ja dann den fließenden Verkehr nicht mehr. Das tunnelartige Brückenbauwerk wird den Marienthaler Fußweg als Fuß- und Radweg und den Marienthaler Bach künftig nebeneinander und breiter als bisher durch den Damm der Kopernikusstraße hindurchführen. Auf der Baustelle kann man in Ansätzen bereits erkennen, was die Planer vorgesehen haben. Das gelb schraffierte auf diesem Plan, das ist der Bauwerksplan, ist das alte Brückenbauwerk. Wir sehen also zwei Etagen. Hier verlief der Marienthaler Bach und oben, das war die Öffnung für den Fußgänger bzw. Radfahrer und mit einer Breite von nicht mal 2,50 Meter. Das war also ein dunkles, finsteres Loch. Jetzt haben wir einen riesen Querschnitt, der geht von hier bis hier rüber und diesen großen Querschnitt teilen sich jetzt praktisch Bach und Radfahrer bzw. Fußgänger. Und es ist doch trotzdem dadurch viel offener, viel angenehmer durchzulaufen bzw. durchzufahren und also für den Nutzer eine deutliche Verbesserung.
die natürlich ihren Preis hat. Wie hoch die Kosten durch den Bauverzug werden, steht noch nicht fest. 1,7 Millionen Euro sind es jedenfalls nicht mehr. Von der Summe können wir uns verabschieden. Die Nachtragsverhandlungen laufen aber immer noch. Also wir sind ja mit der Firma SDR Rodewisch und dem Bauüberwacher dort intensiv im Gespräch. Es liegen auch schon erste Zahlen auf dem Tisch, über die ich aber jetzt noch nicht berichten möchte. Da würde ich erst gern abwarten, bis wir die Verhandlungen bis zum Abschluss gebracht haben. Wir haben auch bereits mit dem Fördermittelgeber Kontakt aufgenommen und er hat uns bereits signalisiert, dass auch diese Leistungen förderfähig sind. Wir würden dann, wenn die Zahlen auf dem Tisch liegen, das sofort an den Fördermittelgeber weiterschicken. Und wir rechnen dann im optimalen Falle mit einer 100% Förderung, dass das sozusagen das städtische Säckel nicht weiter belastet. Ist alles fertig und nach den Vorstellungen der Planer ausgeführt, dürfte die neue Unterführung auch bei Fußgängern und Radfahrern auf Akzeptanz stoßen. Zudem wird mit dem Bauwerk der Hochwasserschutz am Marienthaler Bach entscheidend verbessert. Wer Urlaub hat, möchte von der Arbeit entspannen. Wer Schulferien hat, logischerweise von der Schule. Es gibt allerdings auch Jugendliche, die in dieser freien Zeit ihren Wissensdurst stillen wollen. Der sächsische Ausbildungs- und Erprobungskanal Zwickau ist dafür eine gute Adresse. Wenn am 12. Februar die Winterferien beginnen, heißt es für viele ab in den Schnee. Wer hingegen Interesse an einigen Medienkursen hat, ist auch in diesem Jahr beim Sächsischen Ausbildungs- und Erprobungskanal Zwickau richtig. Über das Erlernen von Grundlagen bis hin zu speziellen Fertig- und Fähigkeiten reicht das Angebot. Studioleiter Marcel Krause weiß Genaueres. Wir haben Fernsehkurs, wir haben einen Photoshop-Kurs, Trickfilm, Radio, Radio-DJ und Agieren vor der Kamera. Ein breites Spektrum für fast jede Interessenten- und Altersgruppe. Jeweils ab 9 oder ab 14 Jahre werden die Kurse angeboten. Dieses Jahr ist ein Run auf Trickfilm und Fernsehkurse, die sind weitestgehend schon durch. Für Agieren vor der Kamera werden noch Leute gesucht und auch Photoshop ist auf jeden Fall noch eine interessante Sache. Photoshop ist ja in aller Munde, was Bildmanipulation betrifft, und es ist ein unheimlicher Reiz, auch einfach mal dieses Programm selbst auszuprobieren und auch mal kennenzulernen, was das Programm eigentlich kann. Also der Schwerpunkt liegt wirklich darauf, die Basics dieses Programms mal kennenzulernen. Wir werden natürlich auch Alternativen vorstellen. Der Kurs Agieren vor der Kamera macht aus den Teilnehmern keine Schauspieler, ist allerdings mehr als nur Moderieren. Da geht es tatsächlich darum, zu lernen, wie man sich selbst vor der Kamera präsentiert. Sprich, wie ich spreche, wie ich mich kleide, wie ich mich verhalte vor der Kamera. Das ist Thema dieses eintägigen Kurses. Selbstverständlich werden alle Beiträge am Ende der Kurse auch veröffentlicht. Insbesondere auf unserem YouTube-Kanal unter SRK Zwickau, aber die besonders guten hoffentlich auch bei TV Westsachsen. Und die Radiobeiträge? Wir haben ein eigenes Internetradio, ein Webradio unter srk.de und es wird auch innerhalb des Radiokurses eine richtige Sendung produziert, die dann in der Woche drauf am Dienstagabend läuft. Weitere Informationen gibt es unter www.saek-zwickau.de. Werbung. 1118 erstmals erwähnt, feiert Zwickau 2018 eine besondere Geburtstagsparty. Eine Stadt wird 900. Die Automobil- und Robert-Schumann-Stadt lädt ein ganzes Jahr mit verschiedensten Veranstaltungen zum Erleben, Kennenlernen und Feiern ein. Das Stadtjubiläum wird unterstützt von den Hauptsponsoren Gebäude- und Grundstücksgesellschaft Zwickau, Mauritius Privatbrauerei, Radio Zwickau, Sparkasse Zwickau, Volkswagen Sachsen, Beck und Poller und der ZEV. Sie haben Schmerzen? Wir haben die Lösung. Shoe Manufacture in Zwickau. Ob im Alltag, für Sport oder im Beruf. Bei uns steht die Versorgung von Patienten mit diabetischem Fußsyndrom sowie die Behandlung von Sport- und Schmerzpatienten an erster Stelle.
Umfangreiche Untersuchungen und modernste Abdruck- und Analysetechniken helfen, die Ursache zu finden und so Fuß-, Knie-, Hüft- und Rückenschmerzen auszuschalten. Dabei helfen unsere maßgefertigten orthopädischen Schuhe und Einlagen sowie Flipflops mit modernster CNC-Technik gefertigt. Selbstverständlich kommen wir auch zu Ihnen nach Hause. Nach Terminvereinbarung erhalten Sie auch eine unverbindliche und kostenlose Beratung vom Meister persönlich. Schuh Manufacture, der Profi in Sachen Orthopädie-Schuhtechnik in Zwickau. Grimmitschauer Straße 30, direkt gegenüber dem Hauptfriedhof. Elli Spirelli, das heißt frisch gekochte, abwechslungsreiche und ausgewogene Menüs für Kindergärten, Schulen sowie Betriebe und private Haushalte. Und es schmeckt! Durchdachte moderne Logistik, Produkte regionaler Erzeuger, maßgeschneiderte Ernährungskonzepte nach den Richtlinien der Deutschen Gesellschaft für Ernährung. Einfache Bestellung per Telefon, Internet oder Mobilfunk-App. Seit mehr als 20 Jahren Elli Spirelli. Frisch gekocht, gesund und lecker. Auf der Suche nach dem passenden Rechtsbeistand? Ob in Straf-, Familien-, Verkehrs-, Zivil-, Arbeitsrechts- oder Erbschaftsangelegenheiten. In der Kanzlei Schlichter finden auch Sie Ihren kompetenten Ansprechpartner. Im Bank- und Kapitalmarktrecht und im Wirtschaftsrecht, international und national, vertritt die Kanzlei mit Rechtsanwalt Albert Schlichter an der Spitze konsequent die Interessen mittelständiger Unternehmen, Selbstständiger, Handwerker und Privatpersonen. Auch als Privatanleger oder Investor finden Sie hier kompetente und zielorientierte Beratung. Mit Rechtsanwältin Knoll verfügt die Kanzlei über einen von zwei in Zwickau ansässigen Vertragspartnern des ADAC. Rechtsanwaltskanzlei Schlichter. Zweimal im Herzen von Zwickau. Münzstraße 12, direkt am Kornmarkt und in der Magazinstraße 3a. Ich fühle mich hier zu Hause. Alt und jung zusammenleben. Da, wo ich spielen kann. Einer ist für den anderen da. Mit der Freundin aus dem dritten Stock mal ein Glas Wein trinken kann. Bei jungen Leuten kommt mal schnell jemand vorbei. Wir fühlen uns da richtig wohl. Das ist zu Hause. Wir, das Sanitätshaus Dreitschke, sind Spezialisten auf den Gebieten Homecare, Reha und Orthopädietechnik. Und das seit vielen Jahren schon. Wir machen Sie wieder mobil, schenken Lebensqualität und sorgen dafür, dass Sie sich wohlfühlen. Wir übernehmen für Sie die komplette Hilfsmittelversorgung und das alles aus einer Hand. Mit Liebe kümmern wir uns um ältere Menschen in der häuslichen Krankenpflege und nehmen uns Zeit, auch bei sensiblen Themen wie Inkontinenz, Wund- oder Stomaversorgung. Aber auch junge Patienten liegen uns am Herzen. Wir stehen Angehörigen mit Rat und Tat zur Seite. Mit Erfahrung, Fachwissen und Spezialtechnik. Wir sind für Sie erreichbar, rund um die Uhr. Ihr Sanitätshaus Dreitschke. Ihre Gesundheit liegt uns am Herzen. Bleiben Sie fit bis ins hohe Alter mit Knobi Vital. Es hat sich vieles gebessert, wie Blutdruck normal, Cholesterin normal. Die wertvollen Inhaltsstoffe des Knoblauchs vereint mit den Wirkstoffen aus Aronia-Beere, Weißdorn oder Ingwer. 2 in 1 für eine gesunde Herzfunktion. Es hat tatsächlich was gebracht. Ich bleib dabei. Knobi Vital, der tägliche Schluck Gesundheit.
Erhältlich in allen Apotheken und Reformhäusern. Der Staatsbetrieb Sachsenforst appelliert an alle Waldbesitzer, die Schäden des Sturmtiefs Friederike unverzüglich aufzuarbeiten. Die Revierförster stehen dabei kostenlos für Beratungen bereit, heißt es. In jedem Falle sollte nur ein Fachmann die Zerstörungen einschätzen und beseitigen. Spaziergänger sollten derzeit noch Waldbesuche vermeiden, da in einigen Wäldern noch Lebensgefahr besteht. Arbeitgeber verschiedener Branchen bieten am Freitag im Rahmen einer Jobbörse ihre offenen Stellen an. Die Veranstaltung bei der Arbeitsagentur Zwickau läuft von 14 bis 17 Uhr. Interessenten sollten gleich ihre Bewerbungsmappe mitbringen, denn das Angebot ist groß. Aktuell gilt es, mehr als 400 Stellen und Ausbildungsplätze zu besetzen. Im Gedenken an die Opfer des Nationalsozialismus lädt das Zwickauer Käthe-Kollwitz-Gymnasium am Samstag zu einem Vortrag ein. Darin wird die Geschichte des KZ-Außenlagers in Mülsen-St. Micheln beleuchtet. Es referieren Steven Simon sowie Ulrich Fritz von der Gedenkstätte Flossenbürg. Die Veranstaltung beginnt am Samstag 11 Uhr in der Aula des Gymnasiums. Der Eintritt ist frei. Regionaler Finanzdienstleister und Förderer der Kultur. Die Sparkasse Zwickau präsentiert die Empfehlung für Ihre Freizeit. Die Spielstadt Mini Zwickau öffnet in diesem Jahr 2 Wochen später als üblich. In den Vorjahren fiel der Startschuss immer zu Beginn der Sommerferien. Diesmal musste der Termin aber verschoben werden. Grund sind die Tage der Jugend vom 27. Juni bis 3. Juli, an denen sich viele Kinder- und Jugendeinrichtungen der Stadt beteiligen und damit nicht bei Mini Zwickau mitmachen könnten. Die Spielstadt startet somit am 9. Juli und läuft bis zum 20. Juli. Schreib leserlich, hieß es in der Schule. Doch mit der Tastaturgeneration ist das per Hand geschriebene teilweise in den Hintergrund geraten. So hat die mit dem Attribut Doktorschrift versehene unleserliche Handschrift zugenommen. In völligem Gegensatz dazu gibt es das Schönschreiben mit dem Anspruch, Schrift und Kunst zu vereinen. Zu bestaunen in der Kalligrafieausstellung Buchstaben von Christiane Kleinhempel im Landgericht Zwickau. Seit dem 15. Dezember zeigt die Chemnitzer Künstlerin Christiane Kleinhempel im Landgericht Zwickau ihre Ausstellung Buchstaben. Genauer betrachtet ist es eher die Kraft der gezogenen Linie, dem Auge des Betrachters den Mechanismus aufzuzwingen, deren Verlauf in alle Richtungen zu folgen, mit anderen zu verschmelzen und schließlich eigenständige Formen zu bilden, was hinlänglich als Kalligraphie bezeichnet wird. Christiane Kleinhempel fasst es wie folgt zusammen. Es geht um das Schreiben an sich. Für mich ist es der Prozess des Schreibens, des Linienziehens, ja, von Buchstaben über Texte bis hin zu nicht lesbaren Kunstwerken. Eins meiner besonderen Themen ist die Lesbarkeit oder Nichtlesbarkeit. Und ich behaupte immer von mir, meine Sachen sind dann gut geworden, wenn man sie nicht unmittelbar lesen kann, sondern wenn man einfach fasziniert ist von der Linie oder von der Fläche, die sich dann zwischen den Linien ergeben. Das ist ein großes Thema, muss Schrift lesbar sein. Kleinhempel vergleicht es mit dem im Gras liegen und dem Figuren in die Wolken interpretieren. Sie geht sogar einen Schritt weiter und meint, dass jeder Möwenschiss und jede Teernaht auf der Straße irgendwie Linienkunst sei. Keine leichte Herangehensweise für die potenziellen Betrachter. Wenn der Betrachter hergeht und sagt, das ist Kalligrafie, die Kunst des schönen Schreibens und was da steht, muss ich lesen können, dann ist es natürlich schwierig. Aber wenn er sich einlässt darauf, dass bengalische Schrift kann der Betrachter hier in Deutschland auch nicht lesen, aber man kann trotzdem fasziniert sein davon, dass es eben Schrift ist. Doch was versteckt sich genau hinter dem Ausstellungstitel Buchstaben? Die Hauptidee dieser Ausstellung, dass ich eben meine Künstlerbücher oder einen Teil davon in diesen beiden Glasvitrinen ausstellen wollte. Und in Verbindung damit habe ich mich jetzt schon eine ganze Weile damit beschäftigt, woher das Wort Buchstabe überhaupt kommt. Und bin dann auf die Runen aus dem alten Germanischen gekommen, die eben zum Vorhersagen von, zum Orakeln verwendet worden sind. Und das finde ich sehr spannend, ausgerechnet hier im Landgericht sowas mit auszustellen.
Leider nicht zu sehen ist die große Palette der für die Arbeiten verwendeten Handwerkzeuge. Angefangen bei Redis, Bandzug und Spitzfedern, über Falt- und Schwedenfedern bis hin zu Pinseln in verschiedenen Breiten und Ausführungen. Der Kraft der gezogenen Linie und dem Enträtseln eventuell versteckter Buchstaben kann sich noch bis zum 1. April im Foyer des ersten Geschosses des Landgerichts jeder unterziehen. Der Eintritt dazu ist frei. Im Malzhaus Plauen wird am Samstag wieder der Forkherbst veranstaltet. Diese Reihe gibt es nun schon seit 26 Jahren. Und es ist der einzige europäisch vergebene Folkmusikpreis Deutschlands. Die beiden Sieger des 2017er Wettbewerbs werden am Samstag gekürt. Die Gewinner Dobronotsch aus Petersburg und Mike Mondial aus Würzburg geben dazu ein Konzert. Los geht's um 20 Uhr. In der Reihe der Liederabende am Theater Plauen Zwickau präsentiert sich am 26. Januar der Sänger und Publikumsliebling Sebastian Seitz auf der kleinen Bühne in Plauen. Er interpretiert Franz Schuberts Winterreise. Am Klavier wird der Künstler von Tobias Koltun begleitet. Der Preisträger zahlreicher nationaler und internationaler Klavierwettbewerbe arbeitete bereits zuvor mit Sebastian Seitz erfolgreich zusammen. Der Liederabend beginnt um 19.30 Uhr. Werbung. Arbeiten, wo andere Urlaub machen. Sie denken, das ist ein Traum. Wir leben diesen Traum schon fast zwei Jahrzehnte. Kommen Sie zu uns. Wir haben eine Menge zu bieten. Wir suchen Sie. Zur Verstärkung unseres tollen und ambitionierten Hotelteams in Puttgarten suchen wir ab sofort Mitarbeiter oder Mitarbeiterinnen auf der Etage, in der Küche und auch im Restaurant, in der Frühschicht sowie in der Spätschicht. Alle Arbeitszeitmodelle sind möglich, auch Teilzeit oder Minijobs. Moderne Mitarbeiter-WG vorhanden. Gern auch Schüler oder Studenten als Ferien- bzw. Semesterferienjob. Wir sprechen Deutsch und Englisch. Bewerben Sie sich jetzt. Wir freuen uns auf Sie. Hartwig Ebersbach. Time. Die Max-Pechstein-Preisträger-Ausstellung. Bis 18. Februar, Kunstsammlung in Zwickau. 10 Jahre Liva. Feiern Sie mit uns. Jetzt Liva-Aktionswochen vom 13. Januar bis zum 3. Februar 2018. Liva hat Möbel für Generationen. Unser Zuhause. Bei Reko Möbel in Stolberg, Zwönitzer Straße 10a. Ja, komme ich natürlich erstens mal, weil es sehr, sehr schön ist. Und damit man fit bleibt, weil in unserem Alter, da kann es schnell mal passieren, dass man nicht mehr so kann. Aber hier, das hält ihn wirklich richtig fit und schön stabil. Und dann ist es natürlich auch das ganze Fluidum wunderbar. Schöner kann es ja gar nicht sein. Man kennt sich ja und da gibt es anschließend mal immer mal ein schönes Wort und eine Rederei. Mit dem Meinungsaustausch, also besser kann man sich gar nicht vorstellen. Professionelles Training in Ihrem Sportpark Zwickau, Merane und Glauchau. In ferner Zukunft sehe ich glückliche Menschen in gemütlichen, hellen Räumen. Diese Wohnungen sprechen zu ihren Bewohnern. Zukunft. Bei der WEWO-Bau in Zwickau ist das doch schon längst Realität. Dank intelligenten Wohnungen mit Smart-Home-Technologie können Sie schon heute wohnen wie andere erst morgen. Entdecken Sie unsere Angebote und die Vorteile des Wohnens in einer starken Gemeinschaft. WEWO-Bau. Bei uns wohnt die Zukunft. Wärst du gern ein Fallschirmspringer? Ein Held der Kinder? Lieber ein Grafiker?
Teenager, Tierbändiger, Taktbestimmer, Wellenbezwinger oder einfach unabhängiger. Du kannst mit dem neuen Citroën C3 Aircross Kompakt SUV. Endlose Möglichkeiten schon ab 139 Euro im Monat ohne Anzahlung. Citroën. Jetzt in Ihrem Autohaus BHS in Zwickau und im Autohaus Fröbelplatz in Auerbach. Der Gasthof gegen Grün und das Gegengrüne Heimateck in Hartmannsdorf bei Kirchberg mit seinen lebensgroßen, beweglichen Figuren, Kinderspielplatz und Biergarten ist immer einen Besuch wert. Der Gasthof gegen Grün ist täglich ab 11 Uhr geöffnet. Ihre Hochzeit oder Familienfeier im Festsaal wird zu einem unvergesslichen Erlebnis. Die Abholung oder Ausfahrt mit dem Oldtimer ist ein einzigartiges Geschenk für Ihren Jubilar. Feiern und übernachten mit der ganzen Familie, Freunden und Bekannten. Das ist das Besondere im Gasthof gegen Grün. Das ständig vernetzt und always on ist, gibt es nur eine Antwort. Pure Geschwindigkeit, pures Entertainment und pure Freiheit. Eure Verbindung ist Pure. Seine Leidenschaft ist das Wandern. Doch das wurde für Josef Bader immer beschwerlicher. Vor 10 Jahren wurde bei ihm Arthrose im Knie festgestellt. Vor 2 Jahren konnte er kaum noch gehen. Die Schmerzen im Knie, die waren so stark, dass ich weder radeln konnte, ich konnte nicht Treppen steigen. Josef Bader hat es geschafft. Sein Knie kann er wieder schmerzfrei bewegen. Geholfen hat ihm letztendlich Rosaxan. Rosaxan zur diätetischen Behandlung von Schmerzen und Gelenksteifigkeit bei Gonarthrose. Die Eispiraten Grimmitschau mussten zum Start in die englische Woche eine bittere Niederlage hinnehmen. Beim direkten Konkurrenten ESV Kaufbeuren unterlagen die Schützlinge von Cheftrainer Kim Collins mit 3:4. Dabei starteten die Westsachsen beim Stand von 0:4 eine spannende Aufholjagd, die letztlich dennoch nicht von Erfolg gekrönt war. Somit verpassten es die Grimmitschauer, auf einen direkten Playoff-Platz vorzurücken. Am Freitag geht es in der DEL 2 schon weiter. Die Eispiraten empfangen dann die Bayreuth Tigers im Sahnpark. Der HC Einheit Plauen hat die Nerven seiner Fans am Samstag wahrlich nicht geschont. Buchstäblich in letzter Sekunde erzielte Maximilian Krüger den 22:22 Ausgleich für sein Team gegen die SG Pirna Heidenau. Dabei sah Einheit 10 Minuten vor dem Ende noch aus wie der klare Verlierer. Doch die Mannschaft kämpfte und jubelte nach dem Schlusspfiff über den wichtigen Punktgewinn und bleibt auf Platz 11 in der mitteldeutschen Oberliga. In der Zwickauer Adam-Ries-Grundschule konnten am Dienstag rund 70 Kinder Handballluft schnuppern. Zu Gast waren neben Nachwuchstrainer René Müller auch die Trainerin Stefanie Gottschling sowie die Bundesligaspielerinnen Petra Nagy und Josefa Kallenberg. Nächste Station des Handballtages ist am Freitag die Comenius-Grundschule in Wilkau-Haslau. Das Wetter wird Ihnen präsentiert von der Westsächsischen Wohn- und Baugenossenschaft. Bei uns wohnt die Zukunft. Der Donnerstag wird der freundlichste Tag in dieser Woche. Es ist teils heiter, teils wolkig und niederschlagsfrei. Im Laufe des Tages schafft es das Thermometer auf 10 Grad. Dazu weht ein mäßiger im Bergland frischer Südwestwind. Hier sind die Wetteraussichten bis Sonntag. Ab Freitag dominieren dann wieder die Wolken. Vereinzelt kommt es zu Schauern und die Temperaturen gehen leicht zurück. Am Sonntag werden 7 Grad erreicht, dann zeigt sich die Sonne aber wieder häufiger. Das war Ihr Abendmagazin tagaktuell bei TV Westsachsen. Und das alles können Sie auch noch mal nachschauen in unserer Mediathek. Die finden Sie im Internet unter westsachsen.tv. Ihnen jetzt einen schönen Abend.